Jo, Sias, ja, hi. Zu meinem zweiten Let's Play jetzt schon. Ja, ich mache jetzt schon eins. Ja, hi. Sonst wird's auch langweilig. Und dieses zweite Let's Play ist wie folgt. Und halt, jetzt. Ah, Capcom. Oh, laut. Ha, Legend of Zelda, The Minish Cap. Schönes Spiel, schönes Spiel. Nie gespielt, schade. Language. So, jetzt bin wieder da. So, Language, natürlich Deutsch. Deutsch, Deutsch, Deutsch. Deutsch ist die Welt. Na, spannend. Ja klar. Wie heißt man? Gaba, G-A-B-B-A. Na, schön, passt rein. Folgendes zum Spiel. Wie es ausschaut, ey. Ja, folgendes zum Spiel. Ich kenn's schon so vom vor langer, langer Zeit. Gleich. Ich erzähl gleich fertig. Als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte. Komma. Stiegen Meinisch von Himmel herab, um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben, Maus ist im Bild. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Und brachte Frieden. Punkt. Seither ehren die Menschen das Schwert. Das ist die Musik vom Outro von Ocarina of Time. Also folgendes, egal, wieder gleich. Erst Intro anschauen. Ah, ich bin schon wieder rum. Guten Tag, Onkel Alberich. What? Hoppla, die kleine Zelda. Zelda? What? Bist du ganz alleine vom Schloss hierher gelaufen? So, sorry, kleine Unterbrechung, mal wieder. So, bist du ganz alleine vom Schloss hierher gelaufen? Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Mill. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Wo ist denn Gabba? Die Stadt ist voller Trubel. Das alljährliche Meinischfest. Meinisch oder Minisch? Ich weiß es nicht. Meinischfest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Gabba dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Gabba hat mir gestern bis spät in die Nacht bei der Arbeit geholfen. Alter, Kinderarbeit. Du denkst, Gabba schläft noch, steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Gabba, dann für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Dieser kleine Bimbo. Hallo, Gabba. Hallo, Gabba. Ach so, ah, ich sehe. Boah, Alter. Hallo, Gabba. Hallo. Hey, wir können. Also folgendes. Wegen Blind und so, ne? Es ist so, ich habe das Spiel noch nie gespielt. Never in my life. Aber ich habe schon einmal Let's Play gesehen, also weiß ich ungefähr, um was es geht. Nein, ich geh weg. Hau ab. Nein, 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 nein. Nee, ich will da raus. Boah, ich hasse es. Los. Jetzt will ich mit der abgeben, ey. Blink. Hey! Ah, Gabba. Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Meinisch-Fest gehen möchte. Hallo, Gabba. Komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Alberich, Alter. Hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Gehen wir mit Zelda dorthin. Deswegen heißt sie auch alljährlich. Wenn es nicht alle Tage ist. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bitte bring es dem Minister ins Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe hier noch zu tun. Du faule Sau. Yay! Dum 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 dum. Schwert ist Alberich erhalten. Liefere es unbeschadet ab und verliere es nicht.
Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verlier es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule. Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in den Comments, ob man das Hyrule, wenn irgendjemand das Video sehen sollte, Hyrule für 1 oder Hyrule für 2. Also Hyrule 1, Hyrule 2. Wäre nett. Interessiert mich mal. Gib acht, dass ihr nichts passiert. Ihr. Also. Macht dir keine Sorgen, Onkel. Also, komm auf in die Stadt. Und ich habe wieder kein Wörtchen mitzureden. Yay. Freue dich über deinen ersten Rubin, Alter. Und. Tschau. Hier bin ich, Gabba. Ich komme hier schon, meine Fresse. Ich hab die gleich. Ja. So, warte auf mich und du kriegst einen Busch ins Maul. Zahaft! Gabba, komm, beeil uns. Ja. Oh. Gott, hier entlang. Oh. Alter, was bist du eigentlich für eine Stress-Tussi? So, das ist Stadt. Ich denke mal Hyrule. Hyrule. Ja, laut der schwere Person. Guck mal, Gabba, das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin und dahin und dahin und hierhin und jenes und da. Ah. Gott. Ja, aber hör mal. Hör doch mal den Geschichtenerzähler zu. Hey, was ist das da? Hm. Frage. Sie hat mich nach unten angeschaut. Wie kann sie dann sehen, was da oben ist? Ist mir wurscht. Meine, gibt's also wirklich? Vater behauptet es auch immer. Hey, was ist das da? Alt, bleib doch mal stehen! Oh. Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt. Was laberst du wohl? Wer wohl gewonnen hat? Hm, und jetzt gehen wir dahin. Ja, ist klar. Halt doch die. Egal. Dum, 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 dum. Hauptgewinn! Hauptgewinn! Unglaublich, du hast bei der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda. Also dann, such dir etwas aus. Ein Herzteil. Herzteil? Was ist ein Herzteil? Ich will das Herzteil. Oder ein schönes, großes Juwel. Oder aber. Ein kleines Schild. Nun, wofür entscheidest du dich? Das Juwel. Der zündige Stein. Oh, ist auch sehr schön. Such dir aus, was dir gefällt. Ich nehme das kleine Schild. Den kleinen Schild. Wieso? Hä? What? Wieso denn das? So ein Schild ist weder Schild noch kleinsam. Hier zum Beispiel. Der herzhörige Stein ist doch wunderschön, oder? Oder hier, das Juwel, eine wahre Augenweide, oder etwa nicht? Diese beiden Sachen sind doch viel besser als der Schild. Hm, da muss der Schild ziemlich teuer sein. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich ihn bitte haben? Freundin Prinzessin, ihr seid komisch. Aber gut. Hier, bitteschön, der kleine Schild. What? Geh weg. Ah! So, den schenke ich dir. Der Schild steht gar mal gut. Nicht wahr? Wieso redet ihr mit mir in der dritten Person? Du hast von Zelda einen kleinen Schild erhalten. Yay. Lege ihn. Bla, bli, blub. Ja, wirklich, du siehst toll damit aus. Wundervoll. Wenn man ein hässliches Face nicht sehen kann. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Aha, okay. Oh, schon so spät. Wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm, Gabba, gehen wir. Hey, sie rast nicht weg. Ich glaube, ich häng. Was hat denn der da in der Hand? Hat der einen Brokkoli auf dem Kopf? Aha. Ich hab einen Brokkoli auf dem Kopf. Cool. Terry. Also dann, Gabba, lass uns zum Schloss gehen. Oder laufen.
Ach so. Ha! In your face. Es kommt davon, wenn man vorausläuft. Ach, komm, hab dich nicht so. Das sind die Händler-Dekos, von denen der Soldat erzählt haben muss. Sie belästigen Passanten, eine echte Plage, diese Laubkerl. Aber tu doch was. So kommen wir nicht im Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt weiter irgendwie da. Weißt schon. Ups. Du bist so scheiße, Alter. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich kam doch in die Stadt, um auf dem Fest Geschäft zu machen. Aber ich bekomme keine Worte. Sondern nur Nüsse aus dem Mund. Hä? Achso, aber ich bekomme keine Worte, sondern Nüsse aus dem Mund. Ah. Ich habe Angst vor mir. Alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe. Ja, ich habe Angst vor mir, genau. So wird das nichts mit den Geschäften. Also, zurück ins heimliche Dunkel. Dum-dum-dum-dum-dum. Der Händler Deko sah süß aus, aber er spuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Wo laufe ich lang, bitte? So, jetzt kommt, glaube ich, eine ewig lange Cutscene. Naja, schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass wir nicht mittendrin. Ah, Gamma, du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. What? In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Wieso zurückgeben? Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Du kannst nachher nachkommen. Also bis später, Gamma. Das Fest war toll, nicht? Ja. Wunderbar. Toll. Durch die Gegend gehetzt und nichts gesehen. Da du schon hier bist, Gamma, bleib doch zur Siegerehrung. Bats. Kennst du die Geschichte dieses Schwerts? Nein, aber ich will es auch nicht wissen. Man nennt das Schwert der Minish. Minish. Das gleiche wie bei Hyrule. Abstimmung da. Es versiegelt eine Kiste, angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minish ist ein heiliges Schwert. Die Minish übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert zu berühren. Wow. Wow. Bloß nicht so heftig. Alter, wie fett ist denn der? Es sieht so aus, als verpixelt ist, als würde der lachen. Hat so einen kleinen Adi-Bart über dem Mund, aber ich will da nichts sagen. Wir beginnen nun mit der Siegerehrung. Der Sieger, Fa'ati oder Fa'ati, möge hervortreten. Ja. Komm, ey, der schaut schon so aus. Bitte. Der kann nicht gut sein. Ich drehe mich erstmal um etwas zu sagen. Schaut meinen Rücken an. Hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Meinisch und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt diese Kiste verschlossen. Ich werde den Inhalt der Kiste mitnehmen. Ja, das will ich sehen. Bams. Und. Angst. Keiner wird mich aufhalten. Nur der Sieger bekommt das Schwert, meine ich, und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Und? Alter, Alter. Ja. Bumm. Alter. Wieso brichst du das ab? Wieso brichst du das ab? Oh. Psst. Schau aus, diese dummen Masken. Ich. Ja. Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie mir später nur im Weg sein. Durch meinen Fluch werden zu Stein. Nein, mein Schild. Mein kleiner Holzschild will es verhindern. Oder auch nicht. Ja, jetzt kann sie wenigstens nicht mehr rumlaufen. Das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Ach, schön. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Was ist denn das? Da waren nur Monster in der Kiste. Naja, auch gut. Ich weiß, dass sich das Vorhaus irgendwo in dieser Welt befindet. Ja, irgendwo. Ich werde in Ruhe danach suchen. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich. So, und wir pennen schon wieder. Naja, bevor es jetzt weitergeht, sage ich mal, danke fürs Zuschauen. Das wird mein zweites Projekt, Minish Cap. Ja. Jo. Freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Jo. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.